Das österreichische Schulwesen hat die verfassungsrechtliche Aufgabe, der gesamten Bevölkerung ein höchstmögliches Bildungsniveau zu sichern. Diesem Anspruch wird es nicht gerecht. Welchen Bildungsweg Kinder in Österreich gehen, hängt vor allem von folgenden Faktoren ab: sozialer Hintergrund, Wohnort, Geschlecht und Migrationshintergrund. Am Anfang, wie es schon immer war, bringt jedes Kind der Adebar. Ob Bübchen, Mädchen, ob arm, ob reich, vor Adebar sind alle gleich. Der Lukas spielt gern auf der Wiese mit seiner Lieblingskuh, der Liese. Er ist ein echtes Kind vom Lande, der Jüngste in der Rasselbande. Die Nora weiß es ganz genau, dünn sind die Wände im Gemeindebau. Drum spielt sie ruhig und gibt gut Acht, dass sie keinen Wirbel macht. Beim Emir sieht's da anders aus. Der ist der Chef in seinem Haus, spielt Fußball, Schach und auch Klavier. Und dabei ist er ja erst 4. Am Rand der Stadt lebt Ariane mit Eva, Tom und Juliane. Ihr Papa, der wohnt anderswo. Das ist im Patchwork ebenso. Dem Kleinkindalter grad entronnen, schon hat die Volksschulzeit begonnen. Begeistert und voll frohen Mutes erhofft man sich von ihr nur Gutes. Die Jahre ziehen schnell ins Land, schon ist das Zeugnis in der Hand. Die Volksschulzeit, sie war ein Segen. Doch nun steht man allein im Regen. Kinder von sogenannten bildungsfernen Familien sind benachteiligt. Nur 5% der Kinder von Pflichtschulabsolventinnen, aber 41% der Kinder aus akademischen Elternhäusern erreichen einen Universitätsabschluss. Das heißt, Bildung wird in Österreich nach wie vor großteils vererbt. Bei Personen mit bloßem Pflichtschulabschluss ist das Armutsrisiko 4-mal so hoch wie bei Uni-Absolventinnen. Personen mit Pflichtschulabschluss haben eine mehr als doppelt so hohe Arbeitslosenquote als der Durchschnitt. Das bedeutet eine Steigerung um 100%. Österreich hat seine Bildungsausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung seit 1995 nicht mehr erhöht. Wohin mit mir ist nun die Frage? Die Antwort tritt nicht leicht zutage. Für manche Tür verschlossen, die Chancen ungleich, das macht verdrossen. Wie schön wär's doch, wären alle gleich, mit gleichem Recht aufs Königreich. Ich hab nen Plan, ruft Adebar. Jeden eine Chance, wie es schon zu Anfang war.